Rudi, wie hat der Aero Action den Song gefangen? Der Aero Action Dance, was mir das angefangen hat, das hat angefangen im Fasching und da haben wir mal in Kippmannsdorf, ich weiß nicht, der Waldhauser, Kali, Charlie und die waren da dabei und die haben dort, ich glaube, die Travesinger waren auch dabei, in Fasching einmal meine Aerische Technik einmal beim Fasching irgendwie so präsentiert. Ja. Und ich bin nachher mit dem Einradl dort umgefahren zum Faschingumzug, der war noch selben dort bei der alten Schule. Und dann bin ich noch von der Raiffeisenbank umgefahren mit dem Einradl. Was der mir gerade so viel habe ich zusammengebracht. Bin ich umgefahren, habe mich dort beim Anhänger angehalten. Muss ein großes Theater, der Rudi ist da und die Aeroschi Technik und die Aeroschi Technik. Ich habe es ihnen das einmal erklärt, wie das ist mit der Aeroschi Technik. Ja, und dann haben wir dort eben diesen Fasching weitergemacht, den Faschingsumzug dort und diesen Faschingsauftritt. Und dann sind wir natürlich alle weiter. Habe ich gesagt, jetzt gehen wir noch was Aus trinken. so Und einer jetzt, lustigen Partie ne, raus habe ich ist es. gesagt, jetzt gehen wir noch was trinken. Ich lade ein, gehen wir um zum Pichler Otto, trinken wir dort ein Bier. Dann sind wir umgegangen. Ich bin mit dem Einrad umgefahren. Weißt du, Ja. von der Schule bis um. Und dort war gerade nicht und dort war voll herunten, nur herunten waren wir. Und dort hat die Musik gespielt und dann haben wir immer so gesagt, was weißt du, Aeroschi Technik, Aeroschi Technik, Aeroschi Technik, Aeroschi Technik, Aeroschi Technik. Und nachher ist immer lauter geworden die Musik halt, und immer mehr. Immer Also Action intensiver. war Bewegung und dann bin ich halt so gegangen, habe ich so angefangen zum Gehen und dann bin ich so gegangen. Gell, so. Und da sind sie alle hinter mir noch und haben immer gesagt, Aeroschi Technik, Aeroschi Technik, Aeroschi Technik. Und dann und irgendwie ist mir noch eine Idee gekommen und dann habe ich immer so gesagt, die Aeroschi Technik geht ja immer so die Kreuzkoordination. Rechts, links Schwung, rechts Schwung, links Schwung, rechts Schwung. Und dann habe ich immer das denen gesagt, habe ich gesagt. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen durch diese Kreuzkoordination auf dieses Kreuzen der Hände. Siehst du das so? Und dann habe ich immer so Aeroschi Technik. Und dann habe ich und dort die Musik gespielt haben, was dann habe ich immer zur Musik so gekreuzt die Hände und mit den Knie gewippt. Ja. Und so ist das entstanden. Und da haben die anderen mal nachgemacht, was der. Und da sind wir wieder gegangen. Aeroschi Technik, Aeroschi Technik, Aeroschi Technik. Und so ist das entstanden. Okay. Und aber ohne den Namen noch Aero Action Dance. Okay. So haben wir nur gesagt, ich habe nur gesagt, das ist die Aeroschi Technik. Was ist denn die Aeroschi Technik? Aeroschi Hocke, Linkskurve, Rechtskurve. Und so ist das entstanden. Und dann haben wir Also einen lustigen Forschungsumzug ist aus noch einem ein. lustigen Forschungsumzug und bis in der Früh haben wir dort gefeiert. Und ich bin noch mit dem Einradl von der Bar dort nur dumm gefahren, konnte mich noch erinnern. Und dann zum Schluss, wie Sperrstund war, bin ich noch von Otto umgefahren bis zur Raiffeisenbank mit dem Einradl. Juwe. Sportlich unserer Rudi. Ja. So, Rudi, danke, dass du uns das erklärt hast, wie das Und entstanden weiter ist. ist es noch so gegangen, nachher habe ich erst diese ganzen, da habe ich immer zur Musik so getanzt, was der Aeroschi Ja. Technik. Und dann ist dazu gekommen das Großen und nachher eigentlich also die habe ich das in sechs Positionen gebracht, also die Basic, das ist so, Hände am Rücken, Ja. im Knie wippen und immer im Rhythmus der Musik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gell? Die Basic und das gleiche ist auch die Cooldown. Also die sechste Position, Cooldown. Und dazwischen ist noch kommen eben das Crossen in der stehenden Position und das Crossen in der hüpfenden Position. Und da heißt das weitergegangen in die Action Time. Ja. Und dann habe ich das weiterentwickelt in die Single Leg Cross, Airfly. Dann ist die Animal kommen, weißt du, die Animal. Ja. Die So, Animal. jetzt leider kein Platz Ja. dafür. Und die Animal und dann die Meerjungfrau.
Und dieses Bild der Meerjungfrau, das verstehen die wenigsten, das ist das Symbolbild. Du schwimmst am Meer, die hohen Wellen, und hinten am Horizont siehst du die Meerjungfrau. Und dagegen schwimmst du dann immer schneller. Und du probierst sie zu finden, ja, zu fangen. Du schwimmst dir dagegen, und das ist diese Figur der Meerjungfrau. Ja. Yeah. Und dann kommt noch der Flash. Und der Himmelsflash ist das, das mit dem also Blitz, der was von Himmel herunterkommt. Okay. Dieser Himmelsflash, Himmelsblitz. Okay. Das ist die Figur, also die neueste Figur der Himmels, der Flash. Mhm. Und Animal Cool Down. Meerjungfrau, Action Dance und dann das Großen. Ja. Und so haben wir das noch weiterentwickelt und dann haben wir gedacht, dann machen wir den neuen eigenen Song eben. Und dann ist mir eigentlich diese Idee gekommen, eben den Aero Action Ski Dance zu machen und dann haben wir den Aero Action Ski Dance aufgenommen. Sehr gut. 2006. 2006 war das. Ist das noch mit der eigenen Musik gegangen und damit auch dann die, kann man so sagen können, ja, wie soll man sagen, die Erfindung des Namens, nicht Aero Action Ski Technik, Aero Action Dance, Aero Action Ski Dance. Zuerst war der Aero Action Ski Dance, nachher der Aero Action Dance und nachher eben von diesen Namen habe ich auch den Aero Action Dance Lenker genommen. Sehr gut. Rudi, ja. Danke für die Erklärung. Bitte. Und die komme immer wieder gern zu dir auf ihr eine Videoaufnahme. Ja. Danke und auf Wiedersehen. Live.